Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zurück zu einer neuen zu Randall's Monday. Ich bin's wieder, euer Nitro-Küken hier auf dem Kanal Metal Let's Play. Und wir waren dabei stehen geblieben, dass wir das Buch brauchen für Sprengköpfe, Sprengsätze, alles was schön macht. Und wir kommen da nicht weiter, weil uns der alte Knacker das nicht geben möchte. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir hier? Wir haben Schnaps. Den Fusel kann ich nicht einfach mit der Hand nehmen. Können wir vielleicht irgendwie das damit abdichten? Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Aber ich habe doch gerade erst wieder angefangen. Okay, also da können wir nichts mitmachen. Das Zeug könnte nicht ekliger aussehen. Aha, ein Fenster. Da komme ich nicht raus. Ich krieg ihn nicht mit bloßen Händen raus. Vielleicht mit einem Magnet? Es gibt... Ah, nein, nicht mit dem Bett. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Aber wie... Ein Brecheisen? Ah. Scheiße, ich wäre fast draufgegangen. So, jetzt bist du in Sicherheit. Mann, keine Ahnung, wer du bist, aber danke, echt, vielen Dank. Ach komm, es war doch gar nichts. Nichts? Ich wäre fast erstickt, ich schulde dir was, Mann. Sag mir, was ich für dich tun kann, irgendwas. Brauchst du? Nee, danke, probier's mir abzugewöhnen. Ach echt? Hab's ein paar Mal probiert, aber die kleinen Scheißer lassen meinem keine Ruhe. Hör zu, wir machen's so. Ich kontrolliere hier drin den Verkehr von Nikotinkaugummis. Das ist das Einzige, an das Lisi nicht selbst drankommt. Also kriegt das von mir. Aber wenn du welches brauchst, kriegst du's. Hier, nimm. Alles deins. Übrigens, ich bin Karl. Obwohl mich alle Mr. Touchdown nennen. So, hier deine erste Packung. Oh, danke. Ich bin Randall und du musst das nicht machen. Hab doch nur... Das ist ja wohl das Mindeste, nachdem du mir das Leben gerettet hast. Weißt du was? Ich werde jetzt Nikotinkaugummis nur noch exklusiv an dich liefern. Ich schreib's mir ins Auftragsbuch. Ehrlich, ich bin hier nur vorbeigekommen und... Ich schick dir jeden Morgen eine Packung in die Zelle. Lass es dir schmecken, Mann. Wow, danke. Ich mache auch leckeren Selbstgebrannten. Ah, schau mal ins Waschbecken. Willst du probieren? Na los. Ich mach mir nichts aus Selbstgebrannten. Glaub mir, Kumpel, sowas hast du noch nie probiert. Verglichen damit schmeckt Pruno wie Rattenpisse. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke... Bruno hat immer was von Rattenpisse im Abgang. Egal. Was ich sagen will, mein Schnaps ist allererste Sahne. Nach den striktesten hygienischen Vorschriften fermentiert und er schmeckt gut. Eine Menge von den Tunden hier drin sagen, er ist reinstes Gift. Nur weil er wie Gift schmeckt. Aber du sagtest doch, er schmeckt super. Ja, wie Gift. Aber das ist nur der Geschmack. Wenn du fliegen willst, gibt's nichts Besseres. Der ist sogar so gut, dass ich mir den patentieren lassen will und nach draußen verkaufen. Hast du schon über einen Namen nachgedacht? Irgendjemand hat behauptet, dass er ihn an einen anderen Drink erinnert. Grog. Echt? Kann dein Schnaps Metall zum Schmelzen bringen? Tja, ein paar Jungs sagten, ab und zu ist mal ein Loch in der Tasse. Dachte ich mir. Tja, dann nenn das Zeug doch einfach Grog. Weiß nicht, hab ich noch nicht entschieden. Also, was kann ich sonst noch für dich tun? Naja, eigentlich nicht. Jedenfalls nicht im Moment. Okay, dann bis später. Da liegt eine Flasche. Können wir vielleicht mit der Flasche ein bisschen Schnaps gewinnen? Das Waschbecken ist echt winzig, da kriege ich die Flasche nicht rein. Mhm. Das ist einfach nur dumm. Oder vielleicht mit dem hier... Super, ich habe das Loch im Glas geflickt. Und jetzt damit? Ha, meine Damen und Herren, gut kombiniert. Bräter voll Schnaps. Boah, das sieht auch konstellationsmäßig richtig appetitlich aus. Ah, jetzt ist sie voll mit üblem Fusel. Können wir das vielleicht dem Opa verabreichen? Das wäre voll lustig, wenn er sich da mal besippeln würde. Der hält immer noch Wache, sehr gut. Fertig, Jungs. Komm schon. Opa, trink. Das behalte ich lieber. Was? Auf die Krähe? Ich glaube nicht, dass Krähen sowas fressen. Ja, was soll ich jetzt damit machen? Können wir vielleicht mit dem Brecheisen... Was steht da?
Brooks was here, so was Red. Woher kommt denn das nochmal? Wer hält sich denn sowas als Haustier? Naja, okay, also hier können wir anscheinend nichts machen. Wir brauchen ja diesen Ausweis, ne? Da liegen nur die Zähne. Ja genau, wir brauchen diesen Büchereiausweis oder was das war. Der hört auf zu... Gehen wir mal da wieder hin. Können wir vielleicht der Katze... Das wäre jetzt so lustig. Ich will mich nicht mit der Teufelskatze anfreunden. Und Murray vielleicht? Das behalte ich lieber. Gehen wir mal nach draußen. Können wir das vielleicht dem da geben? Das behalte ich lieber. Ja gut, muss ja auch nicht weggeben, ne? Okay, ich guck mal wieder in unser schlaues Büchlein. Ja, Kätzchen töten. Ohne Büchereiausweis kannst du dir nichts ausleihen. Genau, auf dem Stand sind wir jetzt auch. Gehen in den Zen-Bereich, befreien aber jetzt. Das haben wir auch. Ach, müssen wir ihm das ins Essen kippen, oder was? Entschuldige, Breifresse. Treib's nicht zu weit. Da steht ein Riesentyp hinter dir und der sieht gar nicht erfreut aus. Sieh dir den Typen an. Dem schmeckt's richtig. Sieh dir den Typen an. Aber wir haben da aber auch gar keine Möglichkeit. Aber das ist vielleicht schon so. Dafür ist er. Ja, doch. Entschuldige, Breifress. Treib's nicht. Hey, da war ja gar keiner. Habe ich wohl halluziniert. Kids, ich glaube, mir reicht's mit dem Scheiß. Oh, mein Magen. Was ist das für eine rosa Flüssigkeit? Für meinen Magen. Das Baby hier hat mir schon öfters das Leben gerettet. Kann ich's mal ausborgen? Verpiss dich, Grünschnabel! Doch so nett. Aber das Essen können wir zumindest mal mitnehmen. Das klassische rosa Mittel gegen Sodbrennen. So, wir haben jetzt verunreinigtes Essen. Es hat ein bisschen nach Fleisch geschmeckt. Aber nur, weil so ein scheiß Wurm drin war. Können wir wahrscheinlich damit zu der Krähe wieder hingehen und der den Wurm hinlegen, oder was? Probieren wir es mal aus. Trippel, trappel. So. Oh Leute, die sind jetzt weg. Okay. So, probieren wir einfach mal aus. Sag danke, Jake. Vergiss es. Lass mir doch nicht die Augen aushacken. Entschuldigung. Glauben Sie, der Vogel hat sich's überlegt? Was meinst du, Jake? Sollen wir ihm das Buch geben? Ich glaube, Jake mag dich. Hier, du kannst das Buch haben. Und denk dran, Ball flach halten. Cool. Danke, Brooks. Werd's versuchen. Pferdekuchen? Was soll denn das sein? Dünger, Seife, 6 Milliliter Phosphor, 5 Milliliter Alzütter, ein Deckel drauf und ab dafür.
Ach, du liebes Bisschen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Küche und gucken mal, ob da irgendwie was... Ich werd's nicht mal probieren. Den benutzt Bruno gerade. Was da wohl drin ist? Naja, egal. Ich stecke meine Hand nicht in diese Brühe. Okay, dann gehen wir nochmal hoch. Die Seife haben wir jetzt natürlich schon verbraucht, oder? Ja. Pumpenanleitung. 3 bis 4 Teelöffel rosa Wismut. Okay, das steht draußen. 4 Becher Dünger. Ja, what? Frittierfett. Es hat ein bisschen nach Fleisch geschmeckt. Aber nur, weil so ein scheiß Wurm drin war. Okay, da gucken wir jetzt mal in unser schlaues Buch rein. Aha, kannst du, okay. In der Buch. Okay. Gut, Hammer. Wenn du an den Self von Alpha Murray da. Echt jetzt. Wieder nach dem typischen Klischee, wenn man... Momentan dürfen wir da offensichtlich nicht rein. Brauch nur ein Stück Seife, wenn Sie mich also entschuldigen. Ein Stück Seife? Da drin findest du mit Sicherheit keins. Es gibt keine Seife im Duschraum? Nein. Es gab da in der Vergangenheit Probleme. Verstehe. Stinken deshalb alle hier drin so? Weiß ich nicht. Aber Seife findest du nur an einem Ort. Im Loch. Oh Gott, das ist ja ekelhaft. Im Loch? Es geht dir doch um das Rektum von irgendjemanden, oder? Das hat man oft damit verglichen. Aber in Wirklichkeit ist das die Zelle für die Schlimmsten der Schlimm. Sonst gibt's aber nirgendwo Seife. Wird schon nicht so schlimm sein. Ich muss dieses Loch sehen. Können Sie mir da helfen? Was? Entschuldigung, meine Damen und Herren, ich musste gerade etwas triggern für meinen Hals. Eine reingesteckte in Bezug mit einem Loch zu verwenden, finde ich ein bisschen... Ja, aber... Das ist halt auch... Können Sie mit Ihrem Einfluss nicht erwirken, dass ich da reingesteckt werde? Warum sollte jemand da freiwillig rein wollen? Ich mein's ernst. Können Sie mir das Loch nicht wenigstens einen Moment lang zeigen? Glaub mir, da willst du nicht hin. Also sind wir doch keine guten Freunde, was, Murray? Was muss ich machen, dass ich in dieses Loch komme? Ich sag ja, du musst was wirklich Schlimmes machen. Weißt du, hier gibt's ein paar strenge Regeln. Und wenn du einige von denen missachtest, dann wirst du ruckzuck ins Loch gesteckt. Sowas wie Drogenhandel, nächtliches Singen, gewalttätige Handlungen, FKK an nicht ausgewiesenen Stellen. Aber wenn du meinen Rat willst, machst du lieber keinen Ärger. Okay, ich versuche mir das zu merken. Danke für die Info, Murray. Sie kriegen auch was Schönes zum Geburtstag. Sie sind hässlich. Murray, Sie sind hässlich. Reicht das? Ich weiß, dass du das nicht so meinst, Junge. Mir ist voll auf bewusst, wie gut ich aussehe. Ja, blöder, sexy Gott, Murray. Ey. Also in der... Da stand jetzt drin, wir müssen dem Karl eins mit der Flasche überbraten. Ich weiß, das ist jetzt halt nicht so wirklich hier... Das behalte ich lieber. Hä? Wie das... Das behalte ich lieber. Ja, aber da stand doch gerade eben was davon drin. Frage einfach, er sagt der einzige Ort, wo man das Loch... Also nimm die leere Flasche aus... Ach so, ihm! Ach, herrje, da habe ich doch was falsch verstanden, meine Damen und Monsieur. Also, warte mal. Ich mag eigentlich den keine überzimmern, weil er ist so lieb und nett und... Tut mir leid, mein Freund. Autsch! Oh. Das war nicht sehr schlau, Junge. Du hast dir gerade einen All-Inclusive-Aufenthalt im Loch verdient. Oh Gott.